Hi Leute, ich habe was von Jolie Testerin zugeschickt bekommen und zwar geht es wieder um Haare. Wir testen diesmal das Pantene Pro-V Induschaum Pflegespülung Volumen pur. Ich habe es bisher jetzt zweimal getestet, also zweimal benutzt. Und ich muss sagen, also bisher kann ich keine Veränderungen feststellen, aber ich sag ja, ich habe es zweimal benutzt. Vielleicht muss man es einfach öfter nehmen. Ich kann euch nur dazu sagen, nach dem Waschen habe ich jetzt nicht sehr große Fortschritte gesehen, wie ich gerade gesagt habe, also mit Volumen bei mir überhaupt nicht. Beim Kämmen war das jetzt auch nicht so toll, es hat trotzdem geziebt und also es war nicht so schön. Der Duft finde ich gut, es ist schön fruchtig und schütteln muss man das vorher. Und ich zeige euch jetzt den Schaum, aber ich lese euch das jetzt erstmal vor, was hier drauf steht. Also die schwerelose Pantene Pro-V Schaum Pflegespülung gibt feinem Haar die Pflege, die es benötigt, ohne es zu beschweren. Sie macht es leicht kämmbar und verleiht gesund aussehendes Volumen. Also wie gesagt, leicht kämmbar war es jetzt bei mir nicht, aber vielleicht muss man es einfach öfter verwenden. Dann waschen Sie Ihr Haar mit Pantene Pro-V Shampoo. Das habe ich jetzt nicht gemacht, ich habe ein anderes Shampoo verwendet, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Dann zweitens, gut schütteln, geben Sie eine Handvoll Schaumpflegespülung in Ihre Handflächen und verteilen Sie diese vom Ansatz bis in die Spitzen im feuchten Haar. Passen Sie die Menge Ihrem Haarlänge an. Ja, das habe ich gemacht. Dann drittens, Pflegespülung kurz einwirken lassen und ausspülen. Viertens, trocknen und stylen Sie Ihr Haar wie gewohnt und genießen Sie die Leichtigkeit und Fülle bei jeder Haarwäsche anwendbar. Ja, wie gesagt, ich habe es ja verwendet zweimal. Bei mir hat es jetzt keine Ergebnisse gezeigt. Ich zeige euch das mal. Also ihr müsst es so schütteln. Und ich habe jetzt, weil ich ja längeres Haar habe, zweimal so eine Menge genommen für meine Haare. Es riecht auf jeden Fall gut, aber nach der Haarwäsche riecht es nicht mehr. Da riecht euer Haar neutral, also wie immer. Also da habt ihr dann keinen Geruch mehr. Aber so riecht es wirklich sehr gut. Es ist schön fruchtig und intensiv. Ja, beim Anwenden, es fühlt sich an wie Haarschaum. Also es ist nichts anderes, als wie wenn man jetzt das so nehmen würde und wie ein Haarschaum benutzen würde. Also wie gesagt, ich habe es jetzt zweimal in so eine, ja, zweimal diese Menge genommen. Und für mich hat sich das so angefühlt, als ob ich es nicht richtig verteilt hätte und als ob noch was fehlen würde. Und ich... ja, das nicht überall drin gehabt habe. Ich fand das nicht so gut. Und es fühlt sich eben einfach komisch an, wie so ein Haarschaum auf feuchtes Haar. Also, ja, muss man sich ein bisschen gewöhnen. Also ich werde es jetzt noch länger benutzen und dann werde ich einfach in meinem Blog dazu schreiben, ob das sich jetzt vielleicht doch noch verbessert hat für mich oder so, weil ich habe es ja, wie gesagt, nur zweimal genutzt. Und dann werden wir einfach mal gucken. Und ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei uns. Ciao!